Frau Stein, Glückwunsch zum guten Ergebnis. Worauf führen Sie es zurück? Dankeschön. Also ich glaube, es hat ganz viel zu tun mit der tatsächlichen Politik, die wir als Grüne Alternative Freiburg vorhaben für Freiburg, die wir die letzten 11 Jahre in Freiburg betrieben haben. Und ich bin mir sicher, es hat auch der OB-Wahlkampf vom letzten Jahr noch eine Rolle gespielt, dass ich einfach eine deutlich bekanntere Person bin in Freiburg und viele Menschen sich daran erinnert haben, auch an den Wahlkampf vom letzten Jahr. Haben Sie das gespürt, auch an den Wahlkampfständen? Ja, ich habe es gespürt. Also viele Menschen kamen und haben nochmal gesagt, das ist doch die vom OB-Wahlkampf oder ja, das Gesicht kenne ich, wenn sie reingeguckt haben in unseren Flyer. Es waren schon viele, die die Wiedererkennung hatten. Wie wollen Sie jetzt in den nächsten 5 Jahren die Politik in Freiburg prägen? Also wir müssen jetzt erstmal Verhandlungen führen, also erstmal heute feiern wir. Es ist grandios, dass wir in Fraktionsstärke einziehen in den Gemeinderat, die Grüne Alternative Freiburg. Und ab morgen werden wir dann mal gucken, dass wir Verhandlungen führen mit den Listen, mit denen wir uns vorstellen können, vielleicht zusammenzuarbeiten, vielleicht auch in eine Fraktionsgemeinschaft zu gehen. Dann schauen wir, welche Fraktionsgemeinschaft sich bildet oder Fraktionsgemeinschaften sich bilden. Und dann müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir eine starke Kraft innerhalb des Gemeinderates haben, die für Soziales und Ökologisches gleichzeitig steht und eine starke Kraft haben, die gegen rechts außen steht, weil wir tatsächlich leider 2 Personen drin haben im Gemeinderat im künftigen, von denen wir wissen, dass sie wirklich sehr weit rechts außen stehen und da müssen wir eine klare Front dagegen haben. Was raten Sie da, gerade auch der Umgang mit der AfD? Dialog suchen oder eher isolieren? Keine Zusammenarbeit, ganz klar. Jetzt haben Sie sich ja abgespalten von den Grünen vor etlichen Jahren. Jetzt ist der OB weg, der grüne OB. Glauben Sie, es gibt wieder mehr Schnittmengen? Also es hat sich für mich ein bisschen erstaunlich im letzten Jahr schon gezeigt, dass durch die OB-Wahl es tatsächlich plötzlich mehr Freundschaftsbekundungen von Seiten der Grünen gab als vorher. Da war ich nicht ganz drauf gefasst, weil ich ja gegen ihren OB kandidiert habe tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass es schon viele Bereiche gibt, in denen wir gut zusammenarbeiten werden und gut zusammenarbeiten können, aber nur, wenn die Grünen ihren Kurswechsel vom letzten Jahr beibehalten und nicht einen Rollback machen, dass sie plötzlich doch wieder zu denen werden, die sie eben bis vor einem Jahr in Freiburg waren, die das Ökologische deutlich über Soziale gestellt haben und die auch in anderen Bereichen einfach doch der CDU zu nahe waren. Also wenn sie so bleiben, wie sie jetzt im letzten Jahr sich entwickelt haben, kann ich mir Zusammenarbeit vorstellen in vielen Bereichen. Es wird aber, brauchen Sie nicht nachzufragen, es wird keine Fraktionsgemeinschaft geben. Sergio Schmidt, Glückwunsch zum Ergebnis. Worauf führst du das gute Resultat zurück? Ich denke mal, dass Junges Freiburg sich extrem professionalisiert hat in den letzten 5 Jahren. Also wenn man sich mal anschaut, was wir vorher für eine Medienpräsenz hatten, was wir vorher für ein Corporate Design hatten und auch die Leute, die bei uns aktiv sind, wir sind ja mit denen gewachsen. Also ganz viele, die vor 5 Jahren schon bei uns aktiv waren, sind auch heute noch aktiv. Es kamen neue Leute dazu und ich glaube, dass wir einfach unseren Kreis dadurch so ein bisschen erweitern konnten und halt eben einfach mit ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Power so in den ganzen Wahlkampf gegangen sind. Und das hat sich zum Glück ausgezahlt, da bin ich echt froh drum. Ja. Hat man sich schon Gedanken gemacht, mit welchen Fraktionen man eventuell Bündnisse schließen will? Ich denke, wir haben vieles offen an sich. Auch beim letzten Mal war es schon so, dass wir viele Angebote hatten. Ich würde auf jeden Fall gerne mit dem Dunstkreis aus der JPG-Fraktion nochmal kooperieren, weil wir eine gute, wirklich sehr erfolgreiches 5 Jahre hatten. Ich glaube, das hat sich auch im Wahlergebnis gezeigt, weil alle aus der Fraktion nur zugelegt haben. Und also Urbanes Freiburg zähle ich da jetzt mit dazu, sowohl Partei Urbanes Freiburg, GAF, aber auch mit der linken Liste, die hat sich auch verjüngt, hat neue, frische Leute, mit denen ich mich sehr gut verstehe, reingebracht, die politisch viel drauf haben. Also da sehe ich auch Optionen in die Richtung und festlegen möchte ich mich jetzt auf keinen Fall. Ich denke, es gibt viele gute Optionen. Ja. Und inhaltlich, wo wollt ihr da die Schwerpunkte setzen? Wie bisher auch, auf jeden Fall Jugendbeteiligung, Kinderbeteiligung. Wir möchten eine authentische Vertretung von jungen Menschen im Gemeinderat. Wir möchten natürlich auch eine soziale Politik machen. Wir wollen natürlich auch eine gute Klimapolitik machen. Wir wollen natürlich so Fridays for Future unterstützen wir mit 100%. Werden das auf jeden Fall mit in den Gemeinderat nehmen. Und natürlich versuchen, das Wohnungsproblem anzugehen, das Clubsterben. Wir wollen, dass das Kulturleben in Freiburg weiter floriert und wir damit weiter eine attraktive Studentenstadt bleiben und vielleicht auch noch mit Start-up-Förderung auch im wirtschaftlichen Bereich neuen Wind reinbringen. Als bekannt wurde, dass die AfD 2 Sitze im Stadtrat hat, da habt ihr gebuht. Freiburg braucht keine AfD! Freiburg braucht keine AfD! Freiburg braucht keine AfD! Freiburg braucht keine AfD! Ich
hoffe, dass niemand aus dem Gemeinderat mit Ihnen eine Fraktion bildet. Und ich glaube, dass Sie mit zwei Sitzen und vor allem, wenn Sie ohne Fraktionsstatus sind, nicht wirklich Einfluss haben auf das politische Geschehen, weil ich kenne den Gemeinderat, es wurde ein moderner, vorwärtsgewandter, linker, sozialer Gemeinderat gewählt im Gesamtergebnis und ich denke, dass die AfD dort keinen Fuß fassen wird.